Öffentlichkeit nicht bekannt werden. Herr Dr. Hermann Wirth, als Anteilseigner der DALI-Werke etc. waren Sie sich nicht zu schade, im Jahr 2009 zusammen mit Ihren Familienangehörigen Michael Wirth drei Kontergan-Opfer mit einstweiligen Verfügungen zu überziehen, um sie wegen ihres verzweifelten Engagements für ihre Rechte mundtot zu machen. Herr Dr. Hermann Wirth, Sie waren skrupellos und perfide genug, im Jahr 2009 zusammen mit Ihren Familienangehörigen Michael Wirth in der Begründung Ihrer einstweiligen Verfügungen gegen die drei Kontergan-Opfer, deren Engagement für eine gerechte Entschädigung